Also zwischen den beiden hat mir sehr gut gefallen. Also wirklich Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Und ich hoffe, dass wir da doch vielleicht sogar noch den einen oder anderen auch noch treffen. Auch wenn es vielleicht jetzt nur Rocket wäre. Aber was haben wir denn da hinten? Was haben wir denn da hinten? Alter! Wie? Wie soll ich da hinkommen? Sag mal her, Havarat, sag mal her. Der will jetzt den Doppelhupfer, der will nicht machen. Aber dadurch könnte ich vielleicht. Das wäre ich, dass die mir nicht helfen. Du hast mich erwischt, ne? Lieb. Was? Hey! Das wird langsam ein richtiger Misttag. Was? Oh mein Gott. Die mich einfach auseinandergenommen. Cool, aber brauche ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Den Skin brauche ich überhaupt nicht. Ich finde ihn so, ja, finde ich ihm eh gut, aber so wie er jetzt ist, Bombe. Wir haben fast kein Geld mehr, Havra, gell? Wir haben fast kein Geld mehr. Trübselig über den Markt. Fumpei! Du hast eine warme Mahlzeit, dann geht's dir gleich besser. Also, hast du Hunger oder was? Aber sowas von. Appetit schon? Was gibt's? Gönn dir! Nudeln, Joker Dogs! Und Fumkuchen, was darf sein? Ey, nimm mal den. Du gespannt, ob's dir ausspeppst oder nicht. Du denkst. Es ist Gebäck mit einer Obstfüllung, aber so dürfen wir es nicht nennen. Oh, kann ich nachvollziehen. Ich nehme einen. Mit grüner Lebensmittelfarbe. Mm. Das lieben die Kinder. Und? Ist ja Wahnsinn. Schmeckt wie früher. Oh, das war ein Volltreffer. Schön, dass es dir geschmeckt hat. Willst du noch was anderes? Alter, sind wir nicht besser, aber wir haben eh schon so wenig Geld mehr. Das hat schon gereicht, das hat schon gereicht. Alter, wir waren nur auf 12.000 und jetzt? Digi, nee. Geh einfach weiter. Sonst sind wir wirklich noch bankrott. Und die Strafe können wir eh schon nicht mehr zahlen. Gefühlt. Hoffentlich ist Cosmo im Büro. Brücke geschlossen. Geh weg. Sieht nicht geschlossen aus. Steht zwar ein bisschen woanders da, aber okay, passt. Nowhere Security. Super offiziell. Nimm anderen Weg. Gasse. Ich muss wirklich dringend zu Cosmo. Cosmo. Wieso habe ich das Gefühl, wir werden überfallen? Er dort draußen, Star-Lord. In Gasse. Moment. Woher kennst du meinen Namen? Geh. Oder geh in Cosmo-Gefängnis. Deine Wahl. Wir werden fix überfallen. Wir werden fix überfallen. 100%. Anders kann ich es mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Wir werden fix überfallen. Wir werden safe überfallen. Was war denn das jetzt bitte für ein Viech? Das ist sicher kein gutes Zeichen. Wenn wir da in diese Hundsgasse gehen müssen. Na. Das schaut schon mal sehr interessant aus hier. Gute Scheiben. Tag mal. Was jetzt einmal so steht. Gute Scheiben, Alter. Gute Scheiben, danke mal.
Definitiv nicht schlecht. Hat mir gedacht, würde ich vielleicht sogar selber hören. Ein bisschen narrisch. Hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Bist du deppert? Wow, cool. Aber bei der Alternativroute. Wir werden sowas von überfallen. Wir werden fix überfallen. 100%. Das kannst du mir nicht erzählen, dass wir hier nicht überfallen werden. Das machen sie mit Absicht. Die Viecher finde ich lernend. Die Viecher finde ich urlieb. Cosmo? The fuck? Bist du da drin? Cosmo? Klar, überhaupt nicht selbst. Was ist da? Soll das die Nudeln sein? Irgendwo in diesem Labyrinth aus verfaulender Gehirnmasse. Oh, schade. Ich hab gedacht, soll die Nudeln sein. Oder sie machen aus dieser Gehirnmasse die Nudeln. Oh, shit. Okay. Ich muss Cosmo finden, dann kümmere ich mich um das Team, falls ich sie finde. Falls wir es finden. Fixed, Rex. Hast du Angst, Peter Quill? Ich bin eine unbesiegbare Bestie und fürchte nichts. Du hingegen wirst in diesem Labyrinth untergehen. Wo recht hat er recht? Wo recht hat er recht? Der hätte ich aber gern jetzt beide imitiert. Oh, und wie sie ihn so umzingelt haben. Die haben ja schon gewusst gehabt, aber wir haben ein bisschen ein Bargeld und alles drum und dran. Okay, Mann, tief durchatmen, tief durchatmen. Die haben ja schon gewusst gehabt, wir haben ein Geld. Ah. Ja, Rocket, sicher lustiger. Du endest bestimmt in einer dieser Verarbeitungsmaschinen. Flak, ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Aber man muss dazu sagen, wir kommen immer näher und näher. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Einmal nach rechts, Digi. Einmal nach rechts. Ich hätte mir aber wirklich, ehrlich gesagt, hier ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich habe mir wirklich gedacht, wir wären überfallen oder sonst was. Aber dagegen hast du es ja eigentlich noch relativ chillig gehabt. Aber schaut hier gut aus, das müssen wir schon sagen. Schaut hier richtig gut aus. Ah, das, der Platz ist schon mal relativ groß, weißt du? Ich meine, der Platz ist wirklich groß, da kann nur was passieren. Da kann nur irgendwas schief gehen, da kann nur irgendwas passieren. Na, der schon wieder. Na, schon wieder der. Na gut, mein Light-Version von Hulk. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und sogar noch ein Doppelpack. Dumm und dümmer. Sehr schön. Was macht denn ein mistfleckiger Terraner hier draußen, Rossen? Er versteckt sich, Garrick. Ja, Terraner verstecken sich ja immer. Jeder weiß, dass Terraner mickrig sind und gut schmecken. Oh, gut zu wissen. Wenn man sowas mag, wir mögen sowas. Wenn das Kopfgeld nicht wäre. Hey, Leute! Welches Kopfgeld? Ihr wisst nicht zufällig, wo Cosmos Büro ist, oder? Wenn ich das richtig verstehe, dann seid ihr hinter irgendeinem Typen von der Erde her, hm? Kein Ding, Mann, ich verstehe schon. Wir Erdlinge sehen alle gleich aus. Nicht so wie ihr. Euch kann man leicht unterscheiden. Ja. Komm auf den Punkt, Terraner. Der Punkt ist, ich kann euch helfen, den zu finden, den ihr wirklich sucht. Wen sucht ihr denn überhaupt? Terraner sehen alle gleich aus. Plötzlich Star-Lord. Aber dieser Terraner hat ein Wort auf dem Rücken stehen. Wie es im Steckbrief heißt. Welches Wort hast du da auf dem Rücken? I love nowhere. Oder vielleicht auch Star-Lord. Fuck. Wie auch immer. Auf ihn! Oh, shit. Oh, da! Wunderschön gepanzert auch noch. Wir wollen einen Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Oh, shit. Viele Leute haben die Jacke. Ja, aber
Du bist der, den die Lady will. Also, die Lady? Welche Lady? Moment. Welche verdammte Lady? Sehr gut. Das Dreifache. Ich verdreifache. Definitiv das Dreifache. Alter, wir sind gefickt. Ohne die Crew. Ich schaffe es nicht einmal irgendwie einzufrieren. Ich kann leider mal den ein oder anderen einfrieren. Einfach mal durchhalten. Einfach mal eiskalt durchhalten. Sonst wird das nichts. Muss ich extra getroffen werden oder was? Okay, passt. Ich denk's mir schon. Alter, ich bin außer Puste. Jungs, ist es völlig klar, dass wir gleich stark sind. Ernsthaft? Wir sind absolut unbesiegbar. Oh, das ist blöd, aber wir sind doch alle Profis hier, oder? Stimmt's? Wir finden bestimmt eine Lösung. Na hallo! Stefan, die teilt aus, die Alte mal wieder. Bist du narrisch? Gefällt mir. Wir müssen sie auseinanderhalten. Na, was haben wir denn da Schönes? Sie trennen, bevor du schießt, Peter. Dann würde ich mal sagen, einmal so, einmal so. Alter, geht dann wenigstens auf einen los. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Wow, da kommt er verdächtig nah. Da kommt er sehr verdächtig nah. Mhm. Oh shit. Oh shit. Ich schon so ein bisschen versucht gehabt einzuführen, was soll ich denn tun, Alter? Was soll ich denn tun? Aber den kann ich ficken. Den kann ich schon mal ein bisschen ficken. Das ist sehr gut. Der andere läuft schon und läuft und läuft und läuft, Alter. Voll lieb von ihm. Aber nur mit dir kann er ein bisschen sehr heavy werden. Aber wir haben schon ein bisschen was gemacht. Wir haben schon ein bisschen was geschafft. Das war jetzt aber nichts. Also meiner Meinung nach. Das war jetzt aber gar nichts. Ja, das war mir sowieso klar. Na, wen haben wir denn da, Alter? Sehr schön, Drax. Drax? Drax. Oh, fuck. Oh, fuck. Der wird gleich in die Müllpresse reingeworfen, super. Habt ihr uns vermisst? Oh, ja. Oh, ja. Und wie? Ich würde aber trotzdem mal eher in die Richtung gehen. Passt. Und jetzt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gegen den Anmarsch? Oh, gede, gede. Okay, jetzt hat er wieder sein Schild. Also beide haben jetzt wieder ihr Schild. Mm. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt schaut schon wieder sehr gut aus für uns. Oh, okay, den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Bist du deppert? Den habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Mach einmal, Haverer, mach einmal. Gib einmal. Genau den Ball. Passt eh, passt eh, passt eh, passt eh, passt eh. Sehr gut. Jetzt kommt der Schmerz. Jetzt kann es lustig werden. Was? Was geht jetzt ab? Uff. Neue Fähigkeit etwa? Neue Fähigkeit, das wär's. Alter. Ach komm schon, der ist echt krass. Wieso habe ich das Gefühl, dass es jetzt Rocket war? Und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Ah, natürlich erinnerst du dich daran. Wenn ich frage, hast du dein Essen dabei, guckst du wie ein Schaf, wenn's blitzt. Ich pass auf mich auf, Ma, das mache ich doch immer. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse?
Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem... Voll das Geschenk! Hol's her, ich mach noch die Küche fertig. Bin gespannt. Wir machen's gemeinsam auf. Dafür ist es definitiv zu spät. Also ich muss aber eigentlich auch ehrlich gesagt sagen, also da haben wir eigentlich relativ alles brav geschaut gehabt. Also ich sehe jetzt keinen Grund, dass ich da jetzt nochmal alles anschauen müsste. Ganz ehrlich gesagt. Jetzt bin ich aber gespannt. Sorry, ich sehe nichts. Klar, dass du nicht wartest. Weißt du, was Geburtsrecht heißt, Peter? Das ist, was das zu dir gehört. Wie dein Name. Bevor dein Vater wieder ins All geflogen ist. Ach, Mom. Ich weiß, es klingt verrückt und du wolltest mir nie glauben, aber es hat sich was geändert. Und ich brauche dein Vertrauen mehr als jemals zuvor. Und das hilft vielleicht. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh. Ganz langsam, Cowboy. Die gehörten deinem Vater. Ich dachte, er hätte die zu unserem Schutz dagelassen. Aber es könnten auch Briefbeschwerer sein. Aber wenn sie es schaffen, dich davon zu überzeugen, wer er wirklich war, dann sind sie vielleicht Schutz genug. Schutz wovor denn? Dein Vater war nicht nur von einem anderen Planeten, er war jemand Bedeutendes. Und als solcher hat man Feinde. Was meinst du mit jemand Bedeutendes? Er ist ein scheiß fucking Planet. Willst du das sagen? Er war ein König. Über eine ganze Welt. Namens Spartax. Sehr weit entfernt. Und er war ein großartiger König. Und wie du dich um andere kümmerst, zeigt mir, dass du auch mal so wirst. Wieso sind wir eigentlich noch... Aber herrschen, beziehungsweise, wieso ist er noch nie nach Spartax geflogen? Dein Vater ging weg, um uns zu beschützen. Das hat 13 Jahre funktioniert. Aber jetzt ist etwas unterwegs. Wir werden beobachtet. Mom, wenn du unbedingt ein Spiel spielen willst, dann sag es doch einfach. Hoffentlich irre ich mich, Peter. Das meine ich ernst. Doch als Königssohn, egal auf welchem Planeten, trägst du für den Rest deines Lebens eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich weiß, du bist sehr mutig. Aber du musst auch klug sein. Es kann sehr schnell gefährlich werden. Ich lass mal Kubrick raus. Bin gleich zurück. Aber dass er die Waffen so gekriegt hat, finde ich geil. Und da haben wir es auch gleich wieder mit der Eiskräfte. Echt krass. Oh, der Kleo ist hier, aber... Fuck! Step, Alter, das ist saugeil, diese Aliens. Alter, die Alien-Vielfalt und alles drum und dran, so schön. Na dann, runter mit uns. Es hat er schon öfters geübt, würde ich jetzt mal sagen, oder? Bisteppert, Alter. Wie bei irgendeinem scheiß Videospiel oder sonst was. Geil. Ich kann nicht glauben, dass du nicht gelogen hast. Aliens existieren wirklich. Weißt du nicht, ob ich da jetzt wirklich so aushupfen sollte, aber na gut, passt. Würde mal sagen, wir gehen einmal zur Mutter. Ich hab ein bisschen Angst. Ich weiß. Das schaut aus. Geil. Mom, nein! Nein, Mom! Nein!
shit. Hätten eigentlich eher gedacht gehabt, dass es wirklich so sein wird mit dem Krebs, aber ich finde es gut, dass sie das gemacht haben. Sehr, sehr gut. Seine scheiß fucking Hand ist die Kanone.